Jetzt hört ihr mich auch. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir feiern heute bereits den 11. Geburtstag des Founders Foundation Accelerators, den Demo Day 11. Das ist Grund zum Feiern, würde ich sagen. Insgesamt haben mehr als 150 Menschen bereits dieses Programm durchlaufen. Viele davon sind heute im Publikum. Ich freue mich ganz besonders, so viele bekannte Gesichter zu sehen, aber auch so viele neue Gesichter zu sehen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Ja, diese 150 sind nicht nur unsere einzigen Teilnehmer, sondern Teil unserer 840 Alumni, die bereits unsere Founders Foundation Programme durchlaufen haben. Aber heute ist der Fokus auf 8 Gründern, die hier auf der Bühne präsentieren werden, was sie in den letzten 5 Monaten gemeinsam mit uns, ihren Mentoren, den Workshop-Leitern und Leiterinnen, den Experten und Expertinnen und vielen, vielen mehr in der Zeit hier mit uns erarbeitet haben. Und gemeinsam mit Stefan, der Director Education bei der Founders Foundation ist, werde ich euch heute Abend durch den Abend führen. Und schon mal als kleiner Disclaimer vorweg, ihr seht es, die Diversity hier auf uns Slide ist nicht besonders groß. Das wird auch, Disclaimer, so heute so bleiben, aber lasst es mich versichern, wir haben nichts unversucht gelassen, das zu ändern, und wir lassen auch nichts unversucht, das zu ändern. Denn wir haben bereits, wir haben tolle Frauen und Männer eingeladen heute Abend, und wir arbeiten weiter daran, tolle Gründerinnen zu finden und neue B2B-Startups mit ihnen aufzubauen. Dazu zählt zum einen unsere Initiative, die wir Anfang Januar launchen werden, gemeinsam mit 10 Gründerinnen aus ganz Deutschland, Scale Your B2B Company, oder unseren Initiativen wie dem Female Excellence Circle. Aber das ist uns lange noch nicht genug, also lasst uns gern nach dem Event in den konstruktiven Austausch gehen, wie wir das noch weiter ändern können, wo wir tolle Gründerinnen finden, damit wir auch weiter bei der Founders Foundation tolle Female-led Companies aufbauen können. Das Problem, was ich immer habe hier auf der Bühne, ich sehe euch nicht so gut, aber ich versuche es trotzdem mal. Wer von euch war denn schon mal auf einem unserer Demo-Days dabei? Könnt ihr mal einmal den Hand hoch machen? Okay, das sind einige, soweit ich das überblicken kann, aber noch nicht alle. Dann halte ich mich mal kurz mit der Founders Foundation Zusammenfassung. Aber für alle, die uns noch nicht so gut kennen, wir sind die Founders Foundation. Wir wurden 2016 von der Bertelsmann Stiftung ins Leben gerufen. Wir sind ein Non-Profit und wir kümmern uns darum, hier in OWL ein nachhaltiges Startup-Ökosystem aufzubauen. Das tun wir zum einen über unsere Startup-Programme, zum anderen über viele andere Initiativen rund um die Hinterland of Things und die Hinterland of Things-Konferenz, bei dem wir den Mittelstand und die Familienunternehmen dabei unterstützen, mit den Startups und der New Economy zusammenzuwachsen. Und wir tun das über verschiedene Programme hinweg. Hier seht ihr mal so die Reise, die man mit uns als vom Talent eigentlich bis zur skalierbaren Gründung durchlaufen kann. Das ist zum einen unsere Talent-Community, wo wir tolle Events bieten, um überhaupt erstmal in die Startup-Szene reinzuschnuppern. Wir haben unsere Startup-School, ein 12-wöchiges Teilzeitprogramm, bei dem es ermöglicht wird, eine erste Idee zu validieren und ein erstes Team zu finden. In unserem Lab gibt es die Möglichkeit, für bis zu 12 Monate hier in unserem Coworking-Space, unterstützt durch unsere Mentoren sowie auch unsere Workshops, so diese Phase von 0 auf 1, auf den ersten Kunden, auf den ersten MVP zu schaffen. Und jetzt sind wir im Accelerator angekommen. Ihr seht es hier, Valley of Death, das gilt es zu durchlaufen und auch zu überstehen. Hier geht es von 1 auf X. Wir haben die ersten erfolgreichen Schritte gemacht. Wir müssen diese Schritte wiederholt machen können, damit wir am Markt erfolgreich sind. Dabei unterstützen wir unsere Teams. Und das mache ich als Programmmanager nicht allein, sondern das mache ich mit einem ganz tollen Team um mich herum. Hier seht ihr nur eine Auswahl, das ist unser Team Education mit Stefan, mit Miri, Simon, mit Nurit, mit Julia, Sanna, Leon, Lilly und Melissa. Alle davon haben hier dazu beigetragen, dass der Abend heute stattfinden kann, dass dieses Programm so stattfindet, wie es stattgefunden hat und dass die Teams so unterstützt werden konnten, wie sie heute auf der Bühne stehen. Deswegen möchte ich euch bitten, gebt mal einen ganz großen Applaus ans Team Education. Und um euch so einen kleinen Überblick zu geben, woran wir eigentlich in den letzten Monaten gearbeitet haben, hier mal der Überblick. Ja, natürlich, was ist für jede frühphasige Company sehr, sehr wichtig? Das ist zum einen das Thema Produkt. Wie soll das Produkt eigentlich
aussehen, was sind die Features, wie sieht die Produktroadmap aus, wie läuft ein sauberer Produktentwicklungsprozess, zum anderen natürlich Sales und Marketing, wie geht man an den Markt, wie sieht die Go-to-Market-Strategie aus, wie können Kunden gewonnen werden und gehalten werden, wie sieht auch eine Pricing-Struktur etc. aus. Klar, People and Organization, viele unserer Gründer sind das erste Mal in der Gründungsrolle, aber auch das erste Mal in der Führungsrolle, das erste Mal in der Teamlead-Rolle. Das heißt, dort von 0 auf 100 direkt in die Führung von Mitarbeitenden und dementsprechend auch dort die Unterstützung. Und natürlich auch im Thema Finanzierung. Klar müssen sich alle Teams darüber Gedanken machen, wie können wir eigentlich unser weiteres Wachstum finanzieren. Und da unterstützen wir sie, A, das zu verstehen und B, natürlich auch dann Strategien abzuleiten. Wir machen das über verschiedene Formate. Zum einen Events wie heute. Wir haben ganz viele Workshops gemacht in der letzten Zeit. Wir haben Roundtables gemacht, bei denen wir uns im Peer-to-Peer-Austausch über alle diese Themen ausgetauscht haben. Und natürlich auch in der Unterstützung durch unser Team, indem wir immer wieder auf die Meilensteine der Teams geschaut haben und an diesen gearbeitet haben. Und wir werden unterstützt durch eine ganze Reihe toller Menschen. Wir machen das nicht allein in unserem Team und die möchte ich euch jetzt im folgenden Teil so ein bisschen nochmal vorstellen. Und der wichtigste Teil unseres Programms, quasi mittlerweile unser erweitertes Team, das ist unser Mentoren- und Mentorinnen-Netzwerk. Und wir haben tolle Neuzugänge dabei, wie zum Beispiel die Elisabeth von Oxolo hat gerade mit ihrem Startup mehr als 13 Millionen Funding einsammeln können oder die Giri von Tanso, die neu dabei sind, aber auch die Menschen, die in diesem Batch besonders tatkräftig unterstützt haben. Und das sind zum einen Just Bayer, Johannes Hatt und Jackson Bond. Und Jackson ist sogar heute Abend hier extra angereist. Von daher, da vorne gibt man ein ganz großes Applaus an unsere Mentoren und speziell an Jackson. So, genau, da sehen wir noch weitere Mentoren. Und was uns da ganz wichtig ist in der Zusammenarbeit mit unseren Mentoren, natürlich wollen wir von denen lernen und die Teams wollen von ihnen lernen. Das heißt, wir handpicken die, wir suchen uns die Menschen aus, von denen wir glauben, dass unsere Teams am meisten profitieren können. Diejenigen, die in Deutschland schon tolle B2B-Companies aufgebaut haben und dementsprechend ihre Erfahrung weitergeben können. Daneben haben wir auch eine ganze Menge inhaltlicher Workshops gemacht, bei denen wir verschiedene Themen gecovert haben. Hier seht ihr mal eine Auswahl davon. Ich werde nicht jeden einzelnen im Detail vorstellen, ich möchte nur ein paar Highlights nennen. Zum einen haben wir viele bekannte Gesichter dabei, mit denen wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten und uns freuen, dass sie wieder da sind. Zum Beispiel den Jens, den wir hier sehen, der ehemals bei BCG und bei Groupon damals das Sales-Team mit aufgebaut hat und unseren Teams bei ihrem Sales unterstützt haben. Aber wir haben auch ganz, ganz viele neue Gesichter dieses Mal im Batch dabei gehabt. Unter anderem die Farina, die Selfie-P mit aufgebaut hatten. Wir hatten Fabian und Jonathan von Osborne und Clark dabei, die unsere Teams im Legal-Setup sowohl auf der Commercial- als auch auf der Deal-Seite unterstützt haben. Wir hatten unter anderem, ich springe mal eine Folie weiter hier, die Kim dabei, die bei Planet A Ventures die Teams im Teambuilding unterstützt. Oder auch den Michael Wanker, der neben unseren Teams auch den Philipp Mestermeier vorbereitet für die große State of the German Internet Präsentation auf der OMR im Pitch Training. Deswegen, ihr dürft Großes erwarten, zumindest meine Erwartungen sind groß für dann die Teams. Ich bin sehr gespannt. Neben den Inhalten hatten wir auch immer Größen der deutschen Startup-Szene zu Gast in unserem Programm für Ask Me Anything-Sessions, für den Austausch oder wir waren selbst bei ihnen zu Gast. Hier sehen wir mal zwei Beispiele. Wir hatten unter anderem eine spannende Stunde mit dem Florian Heinemann, Founding Partner bei Project A, der uns alles einen Einblick gegeben hat in seine Arbeit bei einem der größten Venture Capitalists in Deutschland und Europa. Und gleichzeitig waren wir auch unterwegs. Wir werden auch diese Woche nochmal unterwegs sein nach Berlin. Im September waren wir in Köln und haben unter anderem den World Fund Capnemic, die SaaS Group und als Scale-Up SoSafe besucht und haben uns dort angehört, wie die VCs so arbeiten, wie die Startups so arbeiten, was sie dahin gebracht hat, wo sie heute sind, denn wir glauben, von diesen Beispielen kann man sehr viel lernen.
Und warum machen wir das alles? Warum stecken wir so viel Energie da rein? Warum haben wir so viele smarte Köpfe hier zusammengebracht? Warum machen wir uns jedes Mal wieder auf die Reise mit den Teams? Am Ende zählt unser Track Record und der steht mittlerweile bei 54 Startups, die wir im Accelerator unterstützt haben. Darüber hinaus in unseren anderen Programmen sind es noch sehr viel mehr. Alleine unsere Accelerator-Teams haben in den letzten Jahren über 400 Jobs hier für das regionale Ökosystem kreiert und damit ja signifikant dazu beigetragen, neue Talente in die Tech-Szene und in die Startup-Szene zu holen und dort ja auch ökonomische Opportunities zu schaffen. Und eine Zahl, auf der wir sehr, sehr stolz sind, die habe ich vor dieser Veranstaltung nochmal geupdatet, von 60 plus auf 80 plus. Das heißt, da ist eine ganze Menge passiert. Unsere Alumni haben in den letzten Jahren bereits über 80 Millionen Venture Capital eingesammelt und dementsprechend ihr Wachstum damit beschleunigt. Und um euch mal so ein paar Beispiele zu geben, was da in der letzten Zeit so los war, sehen wir hier ein paar Finanzierungsrunden, die vor kurzem stattgefunden haben, aber auch Exits. Zum einen hat unser Alumni-Startup Evermood ihre Company an einen holländischen Versicherer verkaufen können. Darüber hinaus konnte unser Alumni-Startup FindIQ noch aus dem letzten Batch im Frühjahr zusammen mit dem HTGF, der heute auch mit dabei ist, eine tolle Finanzierungsrunde raisen und natürlich auch nicht zu vergessen Vision AI sowie Unchained Robotics, die in den letzten 2-3 Monaten jeweils tolle Runden über 5 bzw. 5,5 Millionen Euro einsammeln konnten mit Top-Investoren. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ja, und an dieser Stelle bleibt für mich nichts anderes, als Danke zu sagen, denn wir haben ganz, ganz viele Menschen gesehen. Ich habe nicht alle nennen können, ich habe bestimmt ganz viele vergessen, aber ohne all diese Menschen ist das, was wir hier gerade gezeigt haben, nicht möglich, wäre dieses Programm nicht möglich gewesen. Deswegen nochmal einen Riesenapplaus für alle, die daran mitgewirkt haben. Und falls ich jetzt eine Gruppe vergessen gefühlt hat, wir haben sie nicht vergessen, denn dazu wird Stefan noch ein bisschen was sagen und ich bitte Stefan auf die Bühne und du berichtest ein bisschen mehr zu unserem Corporate Sounding Board. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Eine Gruppe haben wir in der Vorstellung vergessen, die uns aber auch ganz besonders wichtig ist. Für alle, die uns schon länger begleiten, ihr wisst, B2B-Startups ist der Kern der Founders Foundation, des Founders Foundation Accelerator Programms. Und alle, die schon mal im B2B-Bereich gearbeitet haben, die Vertrieb in diesem Bereich gemacht haben, wissen, dass die Sales-Cycles sehr lang sind, wissen, dass die Startup-Welt eine andere Welt ist als die Corporate-Welt. Und wir sehen es als unsere Aufgabe an, diese Brücke zu bauen und die Hürden, die in der Zusammenarbeit dieser beiden Zielgruppen stattfinden, die abzubauen. Und deswegen haben wir vor einiger Zeit, das ist jetzt das zweite Mal, wir haben es im letzten Batch damit angefangen, das Corporate Sounding Board eingeführt. Das Corporate Sounding Board ist eine Gruppe von 8 Personen, ich werde sie gleich vorstellen, die unseren Startups, die wir hier im Programm haben, Guidance gibt, wie man mit Corporates am besten zusammenarbeitet. Und wir haben ein paar Regeln aufgestellt, die in diesem Corporate Sounding Board stattfinden, die ich euch hier teilen möchte. Weil das Corporate Sounding Board ist als allererstes erwähnt keine Vertriebsorganisation. Es geht nicht darum, mit den Corporates direkt Business zu machen. Wir verhindern es auch nicht. Ja, wenn es da einen guten Match gibt, dann passt es. Aber für uns ist es ganz wichtig, hier eine Austauschplattform zu schaffen, wo Startups frei reden können, wo Startups ihre Fragen formulieren können und wo Corporates Antworten geben können, wo es auch mal ehrliches Feedback gibt, wo man also als Startup vor allem zuhört und nicht verkauft, wo man offen Feedback einfordert, sondern im Prinzip, ich würde, wenn du jetzt ein Corporate wärst, ich würde dir diese E-Mail schreiben, würdest du auf diese E-Mail reagieren? Und die Gespräche, die dann stattfinden in so einem Corporate Sounding Board, sind dann auf keinen Fall. Die E-Mail ist furchtbar, die kannst du so nicht schreiben. Das kriege ich bei mir überhaupt nicht so durch. Und es adressiert auch überhaupt nicht ein Problem, was wir haben. Und dieser Austausch, dieser Safe Space, wie das Neudeutsch bei uns immer alles so heißt, ist halt dazu da, diesen Austausch zu forcieren und da eine offene Austauschplattform zu haben. Und deswegen sind wir ganz besonders stolz darauf, dass wir diese 8 Firmenvertreter haben, die kostenlos an diesem Corporate Sounding Board teilnehmen und unseren Startups hier in der Region das Feedback geben, was wir brauchen. Von daher möchte ich euch bitten, auch mal einen großen Applaus für das Corporate Sounding Board zu geben. Applaus
Ich bin sehr dankbar, Daniel, dass du heute hier bist von Schüco, der mit gleich an der Panel-Diskussion, die wir gleich haben, auch dann teilnimmt, um uns auch nochmal so Einblick zu geben, wie Startups mit Corporate zusammenarbeiten sollen, was seine Erfahrungen im Corporate Sounding Board sind. Und ja, dieses Corporate Sounding Board ist auch nicht geschlossen. Also wenn hier Corporate-Vertreter im Raum sitzen, und wir wissen, dass hier Corporate-Vertreter im Raum sitzen, sprecht uns gerne nach der Veranstaltung an, wenn ihr Interesse daran habt, an diesem Corporate Sounding Board teilzunehmen, wenn ihr glaubt, dass eure Organisation davon profitieren kann, mit Startups zusammenzuarbeiten. Wenn ihr glaubt, einen Mehrwert auch zum Startup-Ökosystem beizutragen, dann sprecht uns sehr gerne an. Die Startups freuen sich allemal. Wir glauben, dass auch die Startups sehr gute Lösungen haben, die für die Corporates interessant sein können. Und wir wollen hier einfach einen sehr guten Austausch zwischen diesen beiden Zielgruppen moderieren. Ja, wir haben eine Podiumsdiskussion, habe ich gesagt, und ich möchte ein paar Statements im Vorgang zu dieser Podiumsdiskussion machen. Und zwar so eine kleine makroökonomische Einordnung, wie die Startup-Szene gerade aussieht. Was wir hier sehen, sind die Finanzierungsrunden von Startup im letzten Jahr. Vergleich also von 2020 bis 2023 und dann unterteilt nach verschiedenen Phasen. Und was wir hier sehen, ist, dass gerade die Pre-Seed-Seed-Phase, wo also klassischerweise Business Angel aktiv sind, nicht gelitten hat. Ja, wir sehen, dass hier weiter große Anzahl Investments getätigt werden und wir sehen auch, dass die Bewertungen nicht nach unten gegangen sind. Das heißt, von unten kommen weiterhin viele gute Startups in den Markt und wir sehen auch, dass weiter Kapital ist in dieser Anlageklasse. Wo es dann anfängt, schwierig zu werden, ist schon in der ersten Wachstumsphase und vor allem dann in Later Stage und Venture Growth. Das sind die Phasen, wo wir, sage ich mal, durch Covid bedingt auch unglaubliche Bewertungen erfahren haben, wo also Firmen, wo wir dachten, die ganze Welt würde immer digital ablaufen, wo Leute nur von zu Hause aus arbeiten, sind sehr viele digitale Lösungen finanziert worden, zu auch Bewertungen, die nicht nachhaltig waren. Das heißt, wir sehen, dass hier jetzt wirklich die Bewertung sehr stark auch umgeht und ich sehe auch vorher, dass im nächsten Jahr, übernächsten Jahr auch große Venture Capital Fonds Schwierigkeiten haben werden, neue Fonds zu raisen. Wir werden auch große Pleiten sehen, wo einfach Finanzierungsrunden nicht mehr stattfinden. Also da wird es eine Korrektur am Markt geben. Das ist aber meines Erachtens durchaus auch gesund. Also das ist nicht etwas, wo wir groß Angst vor haben. Klar, wenn ich jetzt Partner eines Venture Capital Fonds wäre und ich hätte so ein Portfolio und ich müsste kurz vorm Abschluss stehen, fairer Punkt, dann wäre ich jetzt ein bisschen nervös. Aber grundsätzlich ist so eine Korrektur, weil die letzten Jahre etwas absurd waren, was die Bewertung angeht, ist so eine Korrektur insgesamt für die Szene gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Zusammenarbeit mit Corporates leidet in Deutschland. Wir sehen auf der linken Seite eine Grafik, die aus dem deutschen Startup-Monitor kommt, der von PwC heißt es ja mittlerweile, PricewaterhouseCoopers heißt es ja gar nicht mehr, also von PwC durchgeführt wird, wo wir sehen, dass die Zusammenarbeit mit Corporates und Startups in den letzten Jahren rückläufig ist, 10 Punkte pro Jahr, nicht pro Jahr, über die Zeit gerechnet. Sodass dann halt wir eigentlich einen Trend haben, der so nicht sein darf. Ja? Wir haben eine Volkswirtschaft, wir haben eine Industrie, auf die wir zu Recht sehr stolz sein können und die auch das Rückgrat in unserem Land ist, die alle noch eine Digitalisierung eigentlich vor der Brust haben, vor sich haben. Und diese Firmen, diese etablierten Firmen, müssten die Zusammenarbeit mit Corporates, mit Startups auch mehr nutzen und tun es nicht. Und das ist ein Problem und da müssen wir dran arbeiten. You always have to end on a high note. Auf der anderen Seite sehen wir OWL. Ja? Und da sehen wir eine zukunftsorientierte Zahl. Da haben wir in unserem OWL-Monitor nachgefragt, wie sieht es eigentlich aus, die Zusammenarbeit mit Startups und Corporates. Und die wird hier perspektivisch sehr positiv betrachtet. Wir sehen hier 74% der Startups sagen, wir glauben, dass wir hier in OWL eine positive Zusammenarbeit mit Corporates und Startups haben. Und das ist etwas, wo wir als Founders Foundation nicht alleine verantwortlich sind. Das sind viele Akteure hier in diesem Ökosystem für verantwortlich. Aber wir tragen da auch unseren Beitrag zu bei und sind da auch einigermaßen stolz drauf. Gut, was haben wir also für eine Herausforderung? Wir haben auf der einen Seite den Mittelstand, wir haben auf der anderen Seite die Startups. Und wir glauben, dass beide Seiten etwas an den Tisch mitbringen können, die diese Diskussion, diese Zusammenarbeit als sehr wertvoll gestaltet. Wir sehen auf der einen Seite den Mittelstand, die neue Technologien, neue innovative Lösungen bei sich integrieren müssen, die zukunftsready sein müssen. Wir sehen auf der anderen Seite die Startups mit den Zielen, dass sie sich neues Wissen aneignen müssen und Kunden gewinnen müssen für ihre Ökosysteme. Und wir sehen, dass beide Parteien durchaus sehr respektable Value Proposition haben, indem sie tiefe Branchenwissen-Einblicke haben, aber innovative Lösungen auf der anderen Seite anbieten können. Und jetzt geht es darum, diese beiden Gruppen mehr zusammenzubringen. Und da bedarf es eine gewisse Übersetzungsarbeit, da bedarf es ein gewisses Bridge-Making
Und wie das ein bisschen aussehen kann, das würde ich gerne heute Abend mit ein paar Menschen diskutieren, die wir eingeladen haben. Da haben wir unsere Panel-Diskussion und ich möchte, und im Hintergrund wird jetzt, glaube ich, hier schon ein paar Stühle aufgebaut. Also ihr könnt einfach schon proaktiv hochlaufen. Ich möchte auf die Bühne bitten Christian Arndt, Daniel Potthoff und Albert Gorlick. Kommt bitte schon auf die Bühne. Ihr müsst euch, glaube ich, Mikro schnappen. Wenn ihr auf die Bühne kommt, müsst ihr ein Mikro in der Hand haben. Und wer ein Mikro hat, darf auch gerne schon auf die Bühne kommen. So, ich habe euch jetzt im Schnelldurchlauf vorgestellt, deswegen, damit ihr die Gelegenheit euch einmal kurz vorzustellen. Darf ich kurz euch bitten, dass jeder von euch sich einmal kurz vorstellt, welche Rolle und welche Organisation ihr vertretet und so einen Satz, was macht ihr eigentlich? Bei Daniel, bei dir wird es am leichtesten, beim Rest bin ich mal gespannt. Wir fangen mal an. Albert, fang du mal kurz an. Ja, schön, dass ich dabei sein kann, freut mich sehr. Albert Gorlick mein Name, ich bin einer der Mitgründer von Synctiv und was wir tun, ist ziemlich komplex. Wir sind im Maschinenbau unterwegs und mit unserer Lösung ist es im Endeffekt so, dass wir sehr, sehr viel Transparenz in die Maschinen reinbringen. Das heißt, wir nutzen IoT-Daten, um Maschinenhersteller dabei zu unterstützen, ihren Service, ihren After-Sales zu optimieren und neue Geschäftsmodelle anzubieten. Das heißt beispielsweise, ich nutze gerne das Beispiel eines Tierscooters, das ist ein neues Geschäftsmodell, man möchte von A nach B kommen, die Leistung wird quasi nach Nutzung abgerechnet und das ist das, was IoT-Daten als Beispiel möglich machen. Super, danke dir. Daniel. Ja, Stefan, Elias, vielen Dank erstmal, dass ich heute dabei sein darf und das Corporate Sounding Board repräsentieren darf. Macht mir fürchterlich viel Spaß. Super. Eigentlich hast du ja schon alles vorweggenommen, was ich hier heute noch mitgeben wollte. Also mein Name ist Daniel Potthoff, ich bin seit 13 Jahren bei Schüco. Schüco, ein Handelshaus für Fenster, Türen und Fassaden, hier ganz in der Nähe ansässig. Und ich leite bei uns seit 1. Januar diesen Jahres den Bereich Business Incubation, bin dafür da, die Brücke zu bauen zwischen den Startups und der Corporate-Welt, versuche ein bisschen zu übersetzen, genau diese Probleme zu lösen, die du gerade angesprochen hast. Und wie gesagt, es macht unheimlich Spaß. Cool, super, danke. Christian. Sehr schön, dann schließe ich mal die Runde. Hallo zusammen, freut mich heute hier zu sein. Ich bin Christian Arndt, ich bin Senior Investment Manager beim Hightech Gründerfonds. Wir sind ein Frühphaseninvestor mit Büros in Bonn, in Berlin und in München. Ich wohne privat in Münster, das heißt, ich habe wahrscheinlich die geografisch kürzeste Anreise von meinen Kollegen gehabt. Und Das Mikro muss ein bisschen vor den Mund sonst. Okay, sonst ist es zu weit weg. Wir investieren in der Pre-Seed- und in der Seed-Phase, machen da so Tickets bis 1 Million Euro ungefähr und sind meistens mit der erste Institutionelle, der in den Cap-Table kommt. Cool, super, danke euch. Fangen wir bei den Protagonisten immer von solchen Veranstaltungen, den Startups, an. Ich habe eben präsentiert, Startup-Szene in der späteren Phase, Bewertungen gehen runter, Finanzierungsrunden gehen runter. Ihr habt eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen. Es ist public, dass Capnamic über 1 Million Euro in euch investiert hat, großer VC aus Köln. Merkt ihr als Startup was von der Krise? Zwei Geschmacksrichtungen bei deiner Antwort gerne. Einmal, was so Investoren, entspannte Kommunikation mit denen angeht und einmal kundenseitig. Ja, klar, merken wir, dass da sich eine gewisse Entwicklung getan hat, seitdem wir die Runde abgeschlossen haben. Das war letztes Jahr in Anfang Q2. Da war die Welt noch halbwegs in Ordnung. Da sind wir reingestoßen in was quasi auf der Welt gerade passiert in der Ukraine. Da ging es gerade los. Da haben wir uns schon gedacht, okay, wird eine spannende Zeit. Was wir sehen, zum einen, ich glaube, auf Kundenseite ist super wichtig, das zu beleuchten, ist, dass natürlich eine gewisse Zurückhaltung da ist, definitiv Investitionen in Innovationen zu betreiben. Ich glaube, das ist besonders wichtig hervorzuheben, weil man als Startup in so einer Phase sehr, sehr stark anpassen muss, wie die eigene Lösung kommuniziert wird. Weil in den Köpfen steckt etwas anderes. Es ist jetzt nicht vielleicht alles auf Wachstum gepolt und alle gehen in die Richtung, hey, jetzt innovative Geschäftsmodelle nach vorne bringen, sondern ich glaube, die Kommunikation ist eine ganz andere. Was das Thema Finanzierungsrunden, Investments angeht, ich glaube, auch da kann man sehr, sehr stark unterstreichen, dass es nicht einfacher wird,
definitiv. Bekommt ihr mehr Druck vom Investor? Würde ich nicht so als Druck darstellen, sondern es ist eher wichtig, einen ganz, ganz klaren Plan zu haben. Also ich glaube, es ist schon klar, dass auch dort eine gewisse Korrektur in den Köpfen stattfindet. Wir hören es, es ist jetzt nicht mehr Wachstum um jeden Preis, sondern Profitabilität ist gewissermaßen auch wichtig, also rückt eher in den Fokus. Es muss halt ein gesundes Wachstum sein. Das heißt, ich glaube da, genau wie die Investmentrunden sich korrigiert haben, ist auch da das Selbstverständnis oder die Idee, die sich etwas korrigiert hat. So mein Eindruck. Wenn du jetzt andere Startups, B2B-Sales, einen Tipp geben könntest, so, was habt ihr was umgestellt im letzten Jahr? Gibt es irgendwie so ein Key-Learning, wo du sagst, wir haben vorher unsere Kunden so angesprochen oder die Sales-Cycles waren kürzer früher, jetzt sind sie länger, aber wir haben auch du hast schon Kommunikation noch angesprochen. Gibt es so ein, zwei smarte Tipps, die du B2B-Startups mitgeben kannst, wie sie jetzt in der heutigen Zeit B2B-Sales machen können? Also ich glaube, der wichtigste Faktor ist wirklich zu verstehen, das Geld sitzt nicht mehr so locker, egal wo, wie es vielleicht vor ein, zwei Jahren war. Mhm. Das heißt, der Mehrwert der Lösung muss noch deutlicher sein. Da kann ich ein riesen Ausrufezeichen da machen. Der Satz geht so leicht unter, aber echt dieser Product-Market-Fit, das ist so entscheidend. Ja, und also ich fühle jetzt bei uns nicht unbedingt, dass Sales-Zyklen jetzt deutlich länger geworden sind. Ich glaube schon, dass grundsätzlich in der Kommunikation in so einem Sales-Zyklus die Stationen dieselben sind. Ich glaube, man kommt eher auf eine Entscheidung, eventuell, ja, vielleicht vertagen wir das doch nochmal. Also das ist das, was man rundum hört, auch aus anderen Startups, die im B2B-Bereich unterwegs sind. Was wir angepasst haben, ist die Kommunikation nach außen stärker darauf zu fokussieren, auf Effizienzsteigerung zu setzen, auf Kostensenkung zu setzen. Also den Business Case, den man dort präsentiert, die Sales Story etwas anders als vorher vielleicht zu kommunizieren. Das heißt, der Haken ist gar nicht unbedingt direkt volle Pulle, hey, wir entwickeln hier jetzt neue Geschäftsmodelle und nächstes Jahr gibt es 50% mehr Umsatz, sondern der Fokus liegt wirklich daran, in der tatsächlichen Welt des Gegenübers den Prozess zu verstehen, wo gibt es dort vielleicht Ineffizienzen und wie kann man die mit der Lösung rausnehmen, wie kann man den Prozess verbessern und diesen Wert dann auch, ne, man nennt es drei Buchstaben ROI, das relativ einfach kommunizieren zu können. Und darauf achtet man sehr, sehr stark, so mein Gefühl. Letzte Frage in dem Bereich. Würdest du eher sagen, Lösungen müssen heute mehr Umsatz versprechen oder mehr Kosten einsparen? Also irgendwie muss ja eine Lösung P&L relevant sein. Und was ist überzeugender im Pitch? Ich bringe dir mehr Umsatz oder ich spare dir Kosten? Also für mein Gefühl ist das der Pitch gerade aus unserer Perspektive der einfachere, gerade der besser ankommt, in Anführungsstrichen, der, wo Effizienzsteigerungen ermöglicht werden, also tendenziell Kosten gespart werden. Ich glaube, was viel wichtiger ist, unabhängig von, ob wir Kosten senken oder Umsatz steigern, ist eher, wann tritt dieser Effekt ein? Also wann habe ich nach Einführung der Lösung, wann habe ich wirklich diesen Punkt, wo ich den Effekt spüre? Und da sieht man sehr, sehr stark, ich glaube, jetzt, ich weiß nicht, Sestrify als Beispiel, ist sehr, sehr spannend zu nennen, weil man da, glaube ich, relativ schnell einen Effekt hat. Magst du kurz erklären, was Sestrify macht? Für mein Verständnis eine Menge Geld einsparen im Bereich des Software-Einkaufs. Das heißt, ja. Einsparung von Software-Lizenzen, ja. und. Und ich glaube, da deswegen läuft es, glaube ich, so gut, weil einfach der Effekt sehr, sehr früh kommt und es in Anführungsstrichen ein einfaches Produkt ist, das man sehr, sehr schnell versteht. Okay. Daniel, Kosten reduzieren oder Umsatz steigern? Was macht dich mehr an? Am liebsten beides zusammen. Nee, Spaß beiseite, aber ich glaube, es kommt halt wirklich auf den Case an. Wir haben ja auch verschiedene Business Units. Die einen gucken natürlich mehr intern rein, um die Kosten einzusparen. Die anderen sind natürlich eher aus, Umsatz zu machen. Jetzt gerade, du hast ja auch angesprochen, im Krisenmodus. Mhm. Wir befinden uns, glaube ich, seit Anfang Corona im Krisenmodus. Eine Krise jagt die nächste. Ich glaube, das ist für viele ja genauso, auch in der Baubranche, wenn man in Deutschland die Zeitungen aufklappt, jeden Tag kommt eine neue Meldung, Generalunternehmer gehen insolvent, es werden keine Neubauten in die Höhe gezogen.
Da gucken wir natürlich auf die Seite, wie kriegen wir jetzt schnell neuen Umsatz ran. Ist halt die Frage, ne? Wann kommt der Umsatz dann rein? Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch unsere eigenen Kosten hinterfragen. Und wenn es dann Lösungen gibt, die smart sind, die schnell greifen, sind wir natürlich auch für jede Lösung dann dankbar. Mhm. Jetzt bist du ja Vertreter, Innovationsabteilung, du arbeitest sehr viel mit Startups zusammen. Magst du vielleicht mal so einen kurzen Überblick geben, so, vielleicht auch so ein bisschen Best Practice hierin? Wie macht Schüco das mit Startups? Wie muss man sich das so im Corporate, im Konzern vorstellen, wenn der Vorstand eine Agenda ausgibt, wir müssen mehr Digitalisierung, mehr Innovation machen? Wie wird das bei euch, das Thema Startups und Innovation, operationalisiert in der Firma? Genau, gute Frage. In der Vergangenheit, ich fange mal in der Vergangenheit an, war es so, dass die Startups über die verschiedenen Kanäle bei uns eingekommen sind. Mhm. LinkedIn, E-Mails in den verschiedensten Abteilungen. Und das habe ich mir erstmal zur Aufgabe gemacht, das zu konsolidieren, damit wir einfach mal auch eine Transparenz da schaffen, wer in unserem Unternehmen mit den Startups schon spricht, in welchen Phasen wir sind, wie attraktiv könnte die Idee sein, die schon mal ein bisschen noch vorzubewerten. Und natürlich auf der anderen Seite auch dieses Thema Brücken bauen, das zu übersetzen, die Innovation und die Agilität der Startups in, ich sag mal, ein familiengeführtes, typisches ostwestfälisches Unternehmen, was mehr auf Stabilität und Langfristigkeit gepolt ist und die Entscheidungsprozesse halt ein bisschen langsamer sind. Und auch dann die richtigen Abteilungen mitzunehmen. Und das nehme ich mir an, versuche das ein bisschen zu beschleunigen auch. Wie du ja auch schon sagtest, am wichtigsten ist in der Kommunikation mit einem Corporate für ein Startup, sich mit dem Corporate zu beschäftigen, zu sehen, okay, was ist eigentlich das Kerngeschäftsmodell und wie kann ich als Startup dem Corporate einen Support geben oder eine Lösung anbieten, um entweder auf der einen Seite Kosten einzusparen oder auf der anderen Seite den Umsatz zu beschleunigen. Mhm. Das hatten wir in der Vergangenheit bei vielen Startups nicht gesehen, dass sie einfach ihr Standard-Pitch-Template per E-Mail unkommentiert weitergeschickt haben, gesagt haben, komm, wir machen mal einen 15-Minuten-Termin und wir stellen euch das mal vor. Da kannst du nicht viel mit anfangen. Und du wirst natürlich als Corporate auch mehr getriggert, wenn du wirklich ein Startup hast, was sich mit einem wirklichen Problem von dir beschäftigt und dir eine Lösung anbietet. Mhm. Wie du es so beschreibst, ist so ein bisschen auch reaktiv. Startups melden sich in verschiedenen Abteilungen. Deine Aufgabe ist es, diesen Informationsfluss ein bisschen zu konsolidieren, so einen Focal Point zu schaffen dafür. Habt ihr als Konzern auch eine eigene Agenda, dass ihr aktiv in Sourcing, Scouting geht, dass ihr nach Themen bewusst sucht, auch bewusst vielleicht von eurer Seite aus Startups ansprecht? Ja, total. Das hat sich jetzt auch so ein bisschen durch die Krise auch ergeben, dass wir da stärker reingehen. Mhm. Wir haben natürlich auch eine Unternehmensstrategie, da haben wir natürlich auch bestimmte Suchfelder definiert und hinter denen gehen wir natürlich auch her und gucken dann aktiv jetzt im Markt, aktuell stark auf den deutschen Markt fokussiert, was gibt es für Startups im Markt, die dir da helfen können, die eine Lösung anbieten. Mhm. You name it, Nachhaltigkeit, Circularity, Digitalisierung, die Baubranche ist halt überhaupt nicht digitalisiert. Auf der anderen Seite haben wir einen riesen Fachkräftemangel. Wie können wir dem entgegenwirken? Renovation, serielles Bauen, Modulbau, also... Und vielleicht letzte Frage zu dem Bereich, ist das für Startups visibel einsehbar? Also wenn ich jetzt hier in der Founders Foundation sitze und sage, ich würde gerne Schüco als Kunden irgendwie gewinnen, jetzt bist du Teil des Corporate Sounding Boards, aber nehmen wir mal an, wir wären das jetzt hier nicht. Wie würde man das sehen können als Startup von außen, wie man sich euch am besten annähert? Ehrlicherweise aktuell noch nicht. Also wir haben jetzt weder irgendwie eine große Werbung geschaltet oder eine Landingpage für Startups, wo wir sagen, wir suchen jetzt in den Feldern. Wir gehen auch eher auf Venture Fonds zu, sprechen mit denen, tauschen uns aus. Habt ihr Ideen, mit welchen Startups wir mal sprechen sollen? Wir tauschen uns über Märkte aus. Wir gehen eher den Weg, dass wir dann aktiv auf die Startups zugehen, die zu uns passen. Mhm. Okay. Den anderen Weg müssen wir noch einschlagen. Okay, perfekt. Venture Capital Fonds als Inputgeber. Wie nimmst du die heutige Zeit wahr als VC? Ja, vielleicht mal Einblicke jetzt als VC. Du hast gesagt, ihr seid frühphasiger Investor, ihr seid gern das erste institutionelle Geld. Gebt ihr überhaupt noch Geld aus oder sagt ihr, Taschen sind zu, da kommt heute nichts mehr, bis die Krise vorbei ist? Ja, ich glaube, gute Frage. Also unsere Taschen sind offen. Wir haben jetzt dieses Jahr, Stand heute, ich glaube, 42 Investments gemacht. Das heißt, sind so 3-4 ungefähr Monat plus minus, das vielleicht kommt noch 1-2 dieses Jahr dazu. Gibt die Zahl mal als Einordnung, ihr habt verschiedene Investment-Verticals, in die ihr reingeht, Life Science, vielleicht magst du da mal genau. So einen kleinen Split geben. Also wir haben im Prinzip drei große Themenkomplexe, das eine ist das, wofür ich auch stehe, das ist alles, was wir im Bereich digitale Geschäftsmodelle packen.
Das ist auch das größte Team, da machen wir wahrscheinlich so knappe 20 Investments ungefähr im Jahr. Und dann haben wir zwei weitere Teams. Das eine ist sehr Life Science lastig, das heißt, da sind Wirkstoffentwicklungen drin, Pharmazie, Medizintechnik. Da sind wahrscheinlich auch nochmal so 10, pro Jahr schwankt immer so ein bisschen, ich sag mal so 10 bis 12, 13, 14, 15 Investments vielleicht. Und wir haben noch ein drittes Team, das ist rund um das Thema Industrial Tech. Sind aus unserer Sicht sind das teilweise Hardware-Komponenten oder Hardware-Software-Kombinationen. Das ist auch so in der Größenordnung, irgendwo im Korridor zwischen 10 und 15 Investments ungefähr pro Jahr. Und wie viel sind dann in deinem Software-Bereich? Pro Jahr so 15 bis 20 ungefähr. Mhm. Also schwankt, also wir gucken, dass wir so plus minus 40 ist immer so das ganz grobe Ziel pro Jahr. Aber wie es dann auf die einzelnen Teams runtergebrochen wird, müssen wir halt gucken, wie, was wir so in dem Jahr finden, was spannende Themen sind, die wir, und dann adjustieren wir ein bisschen unterhalb oder zwischen den Teams. Was macht ihr für eine Ticket-Size? Ja, alles bis zu 1 Million Euro initial. Mhm. Und es ist dann klassisch entweder so eine Pre-Seed-Runde, wir können auch ein bisschen weniger machen, oder dann in der klassischen Seed-Runde entweder alleine oder zusammen mit anderen Partnern. Da sind wir grundsätzlich flexibel. Was ist so dein Ideal-Case? Wer sollte sich bei dir melden? Ihr habt ja auch Teams aus der Founders Foundation finanziert. Genau. Ein paar Investments haben wir auch schon gemeinsam gemacht. Was ist so eine gute Guidance? Wer sollte sich bei euch melden? Ja. Also grundsätzlich die Teams selber oder die Themen, die wir bearbeiten, sind grundsätzlich recht breit. Das heißt, wir haben eigentlich für unterschiedliche Themen unterschiedliche Experten im Team. Ich persönlich gucke mir bei uns im Wesentlichen die B2B-Software-Themen an. Also viel B2B-SaaS ist eigentlich das komplette Portfolio. Sind Stand heute in meinem Portfolio, was ich hier manage, bei uns sind 9 Firmen drin. Was sehen wir gerne? Also es gibt so einen gewissen Korridor. Ne? Wenn ich mal angucke, in welchem Bereich machen wir Investments, haben die Firmen zum Zeitpunkt, wenn wir investieren, irgendwas zwischen, ich sag mal, 3.000, 4.000 Euro MAA, also praktisch so die ersten 1, 2, 3 Kunden an Bord, bis hin zu die allergrößten, das sind dann wahrscheinlich eher die Ausnahme, haben dann mal so 20.000, 30.000 Euro Umsatz im Monat, das ist so ungefähr die Bandbreite. Wir haben auch teilweise mal welche, die haben vielleicht nur Pilotkunden zu dem Zeitpunkt, dann ist das eher eine klassische Pre-Seed-Phase. Mhm. Da haben wir aber grundsätzlich eine gewisse Flexibilität von unserer Seite. Worauf wir dann im Wesentlichen achten ist, das Team sollte in irgendeiner Art und Weise Erfahrung in den Bereich mitbringen, in dem sie aktiv sind. Sollte sich irgendwie im Zweifel eingearbeitet haben, sollte ein gewisses Gefühl dafür haben, was in diesem Bereich passiert. Was ich persönlich sehr gerne sehe, wo ich viel darauf achte, ist etwas, ich würde das nennen Early Signs of Success. Mhm. Also praktisch irgendwas, wo man dran sieht, okay, die sind oder waren erfolgreich. Das kann auch zum Beispiel was sein, was vorher passiert ist. Also wir haben zum Beispiel, wenn jemand in irgendeinem Sport oder in irgendeiner Disziplin zum Beispiel in der Vergangenheit sehr gut war und ich weiß nicht. Beispiel bringe ich komischerweise auch immer. Ist wirklich also, so. Also ich hatte im Pitch deutschen, mit, weiß nicht welche Medaille, Gold oder Bronze, habe ich jetzt vergessen, aber Kajak. So, super genau. Typ. Ja, danach zu McKinsey. Ist auch eine Karriere. Ja, also es ist, weil das zeigt halt, dass jemand sich da durchbeißen kann. Ja, absolut. Dass er die Resilienz hat, auch mal in schwierigen Phasen weiterzumachen und nicht sofort beim ersten Windstoß umkippt und sagt, ich mache jetzt was Neues. Mhm. Und das kann was sein, heißt jetzt nicht, dass wir jetzt nur Leute finanzieren, die vorher wie eine Goldmedaille gewonnen haben oder sowas. Doch, ich mache das nur. Also es ist bei mir, geht nicht anders. Aber also da gucken wir genau hin. Ne? Was, ja. Was haben die Leute für einen Track Record? Gibt es irgendwo erfolgreiche Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind? Okay. Jetzt ist der Heiter Gründerfonds einer der aktivsten und größten Venture Capital Fonds Deutschlands. Ich glaube, man kann auch sagen Europas. Wir haben eben gesehen, dass gerade auch in der späteren Phase Krisen sind. Trotzdem gibt es wie immer auch in Krisengewinner. Es gibt Startups, die so resilient sind, dass sie auch in der Krise performen. Für jemanden, der eines Einblicke hat in eines der größten Portfolios Europas, was sind so Key Learnings, die du mitgeben kannst? Die Companies, die jetzt performen, was machen die richtig? Was funktioniert bei denen? Ja, so ein bisschen das, was der Albert gerade auch schon gesagt hat. Also wenn ich mal bei uns ins Portfolio schaue, also was funktioniert gerade gut? Die Leute oder die Startups, die ihren potenziellen Kunden, also ihren ICPs relativ gut zeigen können, was ist der ROI von meiner Lösung und einen relativ schnellen, ich sag mal, Time-to-Value haben. Also praktisch das Produkt schnell ausrollen können, schnell zeigen können, dass hier ein Mehrwert entsteht, dass hier ein klarer USP zum Beispiel auch vorhanden ist. Das sind die, die gerade gut performen. Und die, die momentan gut performen, kriegen auch weiterhin gutes Geld. Was wir schon sehen, vielleicht nochmal auf deine initiale Frage zurück, wir sehen schon so einen Split im Portfolio, sowohl in den Seed-Phasen, aber auch in den späteren Phasen. Also die, die weiterhin auf guten Wachstumspfaden unterwegs sind, ein halbwegs effizientes Wachstum vorweisen können. Definition, halbwegs effizientes Wachstum? Ja, also es gibt, weiß nicht... 2x, 3x per annum? Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus absoluten oder Wachstumsrate, also sagen wir, wenn wir nicht Seed gemacht haben und du suchst dann deine Series A
auf dem aufsetzend, solltest du, zumindest von dem, was wir gerade sehen, eine gute Runde zu machen, solltest du einen siebenstelligen ARA geknackt haben. Und im Idealfall bist du im Jahr davor, hast du dich verdreifacht oder mehr. Dann stehen die Türen bei vielen relativ weit offen. Wir haben auch Companies zum Beispiel, die sich durchaus gut entwickeln, aber sich in Anführungsstrichen nur verdoppeln, ist schon deutlich schwieriger. Also für jeden, der mal eine Company geführt hat, nur verdoppeln. Also ich sehe das genauso, aber es ist so brutal, deswegen nur so zu verdoppeln. Deswegen habe ich so gefühlt in Anführungsstrichen gesetzt in der Phase. Ja, verstanden. Also wir sehen einen starken Split im Markt. Das ist nicht von der Hand zu weisen, Stand heute. Ein anderes Merkmal vom Heidegründerfonds ist, dass ihr damals ja von Gerhard Schröder mitgegründet worden seid, Name, der etwas schwierig behaftet ist in der heutigen Zeit, mit der Auflage, das soll sozusagen der Deutschlandfonds werden. Ja? Die deutsche Industrie soll sich daran beteiligen. Jetzt ist es so gekommen, dass dann damals über 90% vom Bundeswirtschaftsministerium reingeflossen ist. Heute ist der Split etwas anders. Heute ist immer noch ein großer Teil vom Bundeswirtschaftsministerium, aber auch immer zunehmend größerer Teil, gerade auch im letzten Fonds, aus der deutschen Industrie. Thema B2B-Start. Startups und Corporates arbeiten zusammen. Habt ihr Best Practices, die ihr teilen könnt, wie ihr Startups helft, mit Corporates zusammenzuarbeiten, B2B-Zusammenarbeit? Was macht der Heidegründerfonds dafür Formate? Wie wird das auch von den Corporates angenommen? Ja, das glaube ich, ist eine sehr gute Frage, ist auch ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, warum viele von denen, die bei uns investiert sind, das auch gemacht haben. Also Stand heute sind so 80 Corporates bei uns investiert. Ja. Und ein relevanter Teil von denen ist investiert aufgrund dieses Zugangs zu den Startups. Was haben wir für Formate etabliert? Also wir tracken eine KPI, die fassen wir unter dem Oberbegriff Kooperation zusammen. Mhm. Kooperation ist, ich würde mal schätzen, in 80% der Fälle der Corporate ist Kunde beim Startup. Das ist in unserer Definition eine Kooperation. Stand heute sind es, glaube ich, aktiv mehr als 200, die wir da haben. Es kann aber auch zum Beispiel wirklich eine Forschungskooperation oder sowas sein, das gibt es auch, ist aber fairerweise eher die Ausnahme. Wie machen wir es am Ende des Tages? Also jeder Investmentmanager bei uns ist ein Key Account. Das heißt, ist verantwortlich, sozusagen der Touchpoint zu unseren Geldgebern. Ich habe zum Beispiel zwei Corporates, das sind im Wesentlichen auch die, die ich gewonnen hatte für den Fonds. Das ist man dann Partner Nummer eins. Wir haben da regelmäßige Meetings mit denen. Schwankt ein bisschen je nach Partner, irgendwas so zwischen zweiwöchentlich bis achtwöchentlich, je nachdem, wie intensiv das gewünscht ist oder wie viel. Und nimmst du dann auch Startups mit? Huckepack in das Meeting? Ja. Also es geht immer einmal darum, was suchen die gerade, wo ist der Druck, was finden die gerade spannend. Das ist das eine, wir stellen auch proaktiv welche vor. Wir haben, es gibt eine Art, initial ist ein anonymisierter Zugang zu unserem Dealflow. Das heißt, es ist im Prinzip eine Liste, wo steht, was das Startup macht, steht aber kein Name vom Startup dabei. Und wenn der Corporate sagt, er findet das sehr spannend, dann würden wir beim Startup anfragen. Corporate ABCD findet das spannend, dürfen wir euren Namen offenlegen, dürfen wir ein paar Infos teilen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dürfen wir ein paar Infos teilen. Wir haben eine Konferenz pro Jahr, unsere Industriekonferenz, wo wir nur Unternehmen einladen und unsere Startups einladen, um die vor Ort ein bisschen zusammenzubringen. Wir haben dann Workshops da, die wir veranstalten, wo die Startups sich vielleicht vorstellen können. Meistens machen wir es nicht anhand eines Startups, sondern wir picken uns ein Thema raus. Keine Ahnung, Klassiker jetzt gerade ist irgendwie KI, wie kann man es bei sich im Unternehmen nutzen? Und fangen dann an, unterschiedliche Startups in dem Bereich vorzustellen und so ein bisschen die Use Case einfach mal zu zeigen. Was machen diese Startups? Und dann haben wir meistens pro Workshop-Format so irgendwas zwischen 3 und 6 Startups, die da irgendwie mal so ihren Input liefern können. Das sind so Teile der Initiativen, die wir da machen. Spannend. Kann man sicherlich viel von lernen. Vielen Dank für diese Einblicke. Daniel, jetzt versuchen wir das hier in der Founders Foundation auch, ja, Corporate Startups zusammenzubringen. Du bist Teil des Corporate Sounding Boards bei uns. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle dafür, für die tolle Arbeit, die ihr da auch leistet. Es ist auch sehr viel Zeit, die ihr da rein investiert. Ihr nehmt die Startups sehr viel auch aus dem niedrigen Drehzahlbereich und helft die sozusagen zu entwickeln. Vielleicht, warum bist du im Corporate Sounding Board? Wie würdest du beschreiben, was hat das für dich einen Mehrwert? Was bringt es dir dabei zu sein? Zum einen natürlich macht es mir super viel Spaß, mit den Startups hier zu arbeiten. Wir waren ja im letzten Jahr hier im 10er-Batch sogar mit einem eigenen Startup vertreten. Da habe ich mal die andere Seite kennengelernt. Ja. Und auch halt die Herausforderung. Und jetzt in diesem Jahr hat es mir super viel Spaß gemacht, mich mit den Startups auszutauschen. Du kriegst ja auch dadurch neue Impulse als Corporate. Du siehst mal, was für Herausforderungen haben die. Ich habe es eben ja auch schon gesagt, innovativ, Agilität, das sind so bei uns diese Wörter, die wir jetzt gerade bei uns versuchen, in die Organisation reinzubringen. Und da helfen uns Startups natürlich ungemein. Genau, und
diese Brücke versuche ich zu bauen. Perfekt. Gut, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Wir hatten 4 Stunden Zeit, die schaffe ich aber nicht ganz. Deswegen an der Stelle ganz herzlichen Dank für das Panel. Ihr seid auch alle noch heute hier, das heißt, man kann euch ansprechen, Startups, die Funding suchen, Corporates, die fragen, Corporate Sounding Board, Startups, die Zugang zu euch haben wollen und Albert, du auch sowieso Kontakt zu anderen Startups, um den Tipps zu geben, wie sie weiterarbeiten können. Ich danke euch ganz herzlich, ich schiele Richtung Elias, ich würde das Wort wieder an dich geben und jeder nimmt bitte einen Stuhl und ein Mikro mit. Alles klar, danke. Das sind uns sowieso die liebsten Gäste, die hinter sich auch noch aufräumen. Vielen, vielen Dank an unsere Panelists. Und jetzt machen wir hier keine weitere DSDS-Werbepause, sondern gehen zu dem Teil über, auf den ihr wahrscheinlich heute Abend schon den ganzen Abend wartet. Und das sind unsere Startup-Pitches. Und bevor wir starten, erkläre ich euch kurz so ein bisschen die Spielregeln. Was passiert hier jetzt gleich? Was stellen die Startups vor? Die Startups haben etwa 5 Minuten Zeit, um einmal ihren Fortschritt vorzustellen, das, was sie über die letzten 5 Monate erreicht haben. Natürlich müssen sie euch auch noch so ein bisschen Kontext geben, was machen sie überhaupt. Das heißt, so ein Teil des Pitches wird einfach das Produkt sein, was lösen sie für welchen Kunden und natürlich dann auch nochmal der Fokus darauf, was haben sie erreicht. Danach gibt es ein paar Fragen an die Teams, wo sie nochmal die Chance haben, so ein paar tiefere Nachfragen zu erklären. Und das sind die Spielregeln, so einfach sind sie. Und wir starten gleich in der folgenden Reihenfolge mit unseren 3 Teams und begrüßen als erstes Sustained. Wir haben gerade schon viel über das Thema Corporate-Startup-Zusammenarbeit, über das Investment oder auch das fehlende Investment teilweise in Startups gesprochen. Beim Thema und beim Team Sustained geht es auch um Investment, auch von Corporates, aber in das Thema nachhaltige Transformation. Und auch das ist noch manchmal ein bisschen im Stocken, da gibt es Gründe für und in die gibt uns gleich der Louis ein bisschen mehr Insights. Bitte begrüßt mit mir Louis Schulze von Sustained. Hi zusammen, mein Name ist Louis Schulze. Ich bin einer der Mitgründer von Sustained und ich glaube tatsächlich, dass wir einen Schlüssel für das Wirtschaftswunder 2.0 gefunden haben. Jetzt mag man fragen, warum braucht es denn ein Wirtschaftswunder 2.0? Wir haben doch schon mal ein Wirtschaftswunder gehabt. Dieser Mann, Ludwig Erhard, hat es begründet, die goldenen 50er Jahre, Made in Germany, die soziale Marktwirtschaft. Die Erfolgsfaktoren, auf denen unsere Ökonomie, unser Mittelstand bis heute aufbaut. Nun ist die Frage, sind die Erfolgsfaktoren, die wir in der Vergangenheit hatten, auch die, die uns in die Zukunft bringen? Wir glauben nicht. Wir glauben stattdessen, dass die nachhaltige Transformation der Wachstumstreiber der Industrie in den nächsten Jahrzehnten sein kann. Denn was wäre, wenn wir aus Deutschland heraus die Lösung für eine dekarbonisierte Welt liefern würden, aus der Ingenieursnation Deutschland heraus? Und jetzt stellt sich ja die Frage, warum haben wir denn nicht noch nachhaltig transformiert? Wir kennen den Begriff der Nachhaltigkeit, ESG, doch schon seit einigen Jahren, steht jeden Tag im Handelsblatt. Wir kennen doch irgendwie diesen Begriff. Nichtsdestotrotz merken wir, dass wir noch nicht so weit sind in puncto Nachhaltigkeit, wie wir vielleicht sein können. Und das hat sicherlich vielfältige Gründe, doch ich möchte euch heute durch einen mal mitnehmen. Das Chart, was ihr hier seht, zeigt die Zinsentwicklung über die letzten 10 Jahre. Und wir sehen insbesondere, dass in den letzten 2 bis 3 Jahren die Zinsen für Unternehmenskredite enorm gestiegen sind. Das führt in Konsequenz dazu, dass die Kredite für Unternehmen teurer werden und sie weniger Investitionen tätigen. Diese Investitionen wären aber notwendig, um die nachhaltige Transformation voranzubringen. Und ich zeige euch im nächsten Slide mal eine Zahl, die eigentlich kaum in Relation zu setzen ist, die aber aufzeigen soll, wie viel Geld es jährlich bräuchte, um unsere Industrie nachhaltig zu transformieren. Jedes Jahr braucht es ab jetzt 322 Milliarden Euro, um die Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Kleiner Funfact am Rande, nicht mal 5% davon werden bis heute investiert. Das heißt, wir sehen, hier ist ein großer Markt, den wir aus Deutschland heraus noch nicht richtig adressieren können. Und die Gründe dafür sind vielfältig, ich habe mal ein paar mitgebracht. Die wirtschaftliche Lage ist unsicher. Wir wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, was CO2 jetzt für uns bedeutet. Und mein Favorite ist unten, Nachhaltigkeit ist mit der nächsten Regierung auch eigentlich gar kein Thema mehr. Auch das ist ein Originalzitat aus einem Gespräch. So, und jetzt sehen wir, dass die Nachhaltigkeit auf der einen Seite solche Investitionen benötigt, auf der anderen Seite es aber Gründe gibt, warum es nicht passiert.
Und einen, den wir immer und immer und immer wieder in jedem Gespräch gehört haben, ist die fehlende Datentransparenz. Die mittelständischen Unternehmen heute wissen schlichtweg noch gar nicht, in was sie investieren können, was es ihnen bringt, was andere Wettbewerber möglicherweise tun. Jetzt nehmen wir das mal als Absprungbasis und jetzt brauche ich einmal eure gesammelte Kreativität. Was wäre, wenn es ein Tool gäbe, das den Unternehmen in einer zentralen Oberfläche ihre ESG-Daten zeigt, das ihre ESG-Performance mit anderen Wettbewerbern vergleichen lässt und das ihnen darauf basierend die richtigen Investitionsvorschläge gibt? Willkommen bei Sustained. Wir bieten mittelständischen Unternehmen eine einfach zu nutzende Plattform an, um ihre ESG, ihre Nachhaltigkeitsdaten an einem Ort zu sammeln und die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Ich möchte euch jetzt einmal mitnehmen, wie das im Detail aussieht. Wir haben eine große Datenbank aus öffentlich verfügbaren Informationen gecrawlt. Jeder Nachhaltigkeitsbericht, der irgendwo im Netz verfügbar ist, den haben wir ausgelesen und in unsere Datenbank geschrieben. Das führt dazu, dass wenn ein Unternehmen auf unsere Plattform kommt, ein vorausgefülltes ESG-Profil findet, an dem es schon sieht, wie gut oder schlecht bin ich in puncto meiner Nachhaltigkeitsperformance. Natürlich kann das Unternehmen eigene Daten hinzuaddieren, um im zweiten Schritt sich mit anderen Wettbewerbern, mit anderen Branchen, aber auch in der gleichen Branche zu vergleichen und die richtigen Investitionsentscheidungen und Maßnahmen zu identifizieren. Und im dritten Schritt können diese Daten mit der Bank transparent geteilt werden. Weil das Ganze immer ein bisschen plastisch ist und immer, wenn wir über Investitionen reden, kann man sich, glaube ich, nicht ganz genau so vorstellen, wie das in der Praxis aussieht, habe ich mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Wir stellen uns jetzt alle mal vor, wir sind ein Maschinen- und Anlagebauer aus der Region Ostwestfalen-Lippe und wir wollen eine neue Produktionshalle bauen. Die kostet uns 20 Millionen Euro. Von der Bank kriegen wir einen Zinssatz von 5%. In Klammern, der Zinssatz berechnet sich immer an dem Risiko, was die Bank finanziert. Und das Ganze geht über 15 Jahre, resultiert in einer Zinslast für das Unternehmen von 12 Millionen Euro. Und jetzt spielen wir das Beispiel einmal mit Sustained durch. Denn mit Hilfe der Sustained-Plattform kann das Unternehmen nachweisen, dass die Produktionshalle, die sie bauen will, die CO2-Emissionen senkt und die Produktionshalle in einem Gebiet steht, wo keine Klimarisiken bestehen, wie beispielsweise das Ahrtal 1 gewesen wäre. Beide Faktoren führen dazu, dass das Risiko sinkt und dementsprechend die Bank dem Unternehmen bessere Zinsen geben kann. In dem ganz konkreten Beispiel sind es knapp 1 Million Euro, die das Unternehmen an Zinslast spart, nur weil es die ESG-Performance, die ESG-Daten mit in den Kreditvergabeprozess eingebaut hat. Und jetzt haben wir über das Beispiel gesprochen, jetzt brauche ich nochmal eure Kreativität, aber diesmal als Investoren. Allein mal die Investorenbrille aufsetzen, denn ich habe jetzt gerade darüber gesprochen, dass die Bank diese Daten braucht. Aber was wäre, wenn es gar nicht nur die Bank wäre? Was ist, wenn die Lieferanten auf diese Daten zugreifen? Was ist, wenn der Staat, die Wirtschaftsprüfer auf diese Daten zugreifen? Was ist, wenn Kunden oder auch Bewerbende, gerade in der Generation Z, auf diese Daten zugreifen und sehr transparent sehen können, wie gut oder schlecht ist ein Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit? Und welchen Wert kann die Datenbank, die diese ganzen Informationen aggregiert, stiften? Wir verdienen Geld, indem wir Unternehmen Zugang zu unserer Datenbank geben. Im ersten Schritt kann ich mein ESG-Profil als Unternehmen kostenfrei einsehen. Und dazu lade ich auch jeden ein. Auf sustained.de kann man sich einfach eintragen und das eigene ESG-Profil bekommt man zugeschickt. Wenn ich mich dann mit meiner Branche vergleichen will, sehen möchte, was andere tun, was ihre Ziele sind, welche Maßnahmen sie ergreifen, entfällt dafür eine monatliche Gebühr. Oder wenn ich eine Bank, ein Versicherer oder ein Wirtschaftsprüfer bin, kann ich mir auch Zugang zu der ganzen Datenbank im Premium-Paket kaufen. Wir haben im dieser Zeit des Accelerators den Grundstein für Sustained gelegt, haben 60 aktive User aus 40 Unternehmen, von denen 3 aktiv zahlende Kunden sind und durch das Freemium-Modell entsprechend in einem in Anführungsstrichen relativ kurzen Sales-Cycle von 4 bis 6 Wochen. Zudem freuen wir uns, dass wir auf dem Sparkassen-API-Marktplatz bis schon heute gelistet sind und wenn jetzt hier jemand im Publikum sitzt, der sagt, ESG ist für mich ein wichtiges Thema, ich komme aus einem Unternehmen, ich bin in der Bank, ich bin Wirtschaftsprüfer, freuen wir uns natürlich sehr, mit diesen in Kontakt zu treten. Wir vereinen die Mittelstands- und Datenkompetenz aus unseren vorherigen Stationen und möchten aktiv Unternehmen, mittelständischen Unternehmen dabei helfen, die ESG-Daten zentral an einem Ort zu managen, um die richtigen Investitionsentscheidungen für die nachhaltige Transformation zu treffen und somit einen ganz, ganz kleinen Beitrag zum Wirtschaftswunder 2.0 zu leisten. Vielen Dank. Thank you.
Ja, cool. Luis, vielen, vielen Dank für deinen Pitch. Bei mir ist eine Sache hängen geblieben. Du hast eben gezeigt, eine Aussage, die immer wieder bei euch vorkommt, ist die fehlende Datentransparenz. Und dann hast du gesagt, ihr crawlt diese Daten. Kannst du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen? Wie kommt ihr an die Daten und wie stellt ihr die am Ende zusammen und löst das Thema der Datenintransparenz? Ja. Das Spannende ist, dass niemand so richtig hinguckt. So würde ich es vielleicht mal ganz einfach übersetzen. Denn viele Daten wurden von Unternehmen schon veröffentlicht. Es gibt öffentlich verfügbare Nachhaltigkeitsberichte, es gibt Nachhaltigkeitswebsites, es gibt Datenbanken, es gibt auch öffentliche Datenbanken von der Regierung, an die wir nutzen können, um bereits heute die umfassendste ESG-Datenbank mittelständischer Unternehmen zu liefern. Wir merken aber, dass gerade sich diesen Aufwand noch keiner so richtig macht und da sehen wir unseren Sweet Spot. Okay, keiner macht sich so richtig den Aufwand, aber es gibt ja schon viele Player im Markt, ne? Also ihr seid nicht die erste Plattform, die sich dem Thema ESG annimmt, da gibt es ja auch noch ganz viele andere Themen rund um Carbon Accounting und so weiter. Kannst du noch mal so ein bisschen was zu eurem Wettbewerb erzählen und vielleicht auch, was euch unterscheidet vom Wettbewerb? Ja, es ist richtig. Ich glaube, es gibt knapp 150, 200 Startups, die in diesem Spielfeld ESG-Datenmanagement letztendlich aktiv sind. Ich glaube, das ist zum Ersten erstmal kein schlechtes Zeichen, weil der Markt, der dort gerade entsteht, auch entsprechend umfassend ist. Und im zweiten Schritt glauben wir, dass wir durch die Datenbank, die wir schon heute haben, einen anderen Ansatz fahren als die ganzen Carbon Accounting Tools. Denn was passiert in der Regel, wenn ich ein Carbon Accounting Tool im Unternehmen einsetze? Das bedeutet erstmal Aufwand für mich. Ich muss mich erst nochmal kümmern, muss das füllen etc. pp. Was wir machen, ist durch die Vorausfüllung, durch die Benchmarks dem Unternehmen bereits zu zeigen, welche Datenpunkte es braucht, wie andere diese erhoben haben und wo auch die Normwerte sind. Denn wenn ich vielleicht so einen eigenen Carbon Footprint errechne, weiß ich gar nicht, ist das überhaupt in der Norm? Und über unsere Datenbank ist das ziemlich einfach nachzuvollziehen. Time to value, haben wir ja eben gehört, ne? Perfekt. Jetzt ist das ein Markt, da passiert viel. Da gibt es auch viel irgendwie neue Regulierung, die gerade stattfindet. Du hast uns gerade auch viele Gedankenexperimente mitgenommen. Wenn ich dich auf eins mitnehme und sage, in 2 Jahren treffen wir uns wieder auf der Bühne hier, wo steht Sustained? Ja. Was spannend in diesem Markt ist und was auch den vielen Wettbewerb begründet, ist, dass ab 2025 mittelständische Unternehmen dazu verpflichtet sind, die Nachhaltigkennzahlen in ihrem Jahresabschluss mitzureporten. Das heißt, in dem ersten Jahresabschluss 2026 wird wirklich der Wirtschaftsprüfer auf diese Daten schauen. Die Banken sind schon ab dem 01.01.2024 dazu verpflichtet, von all ihren Kunden die Nachhaltigkeitskennzahlen einzuholen. Das heißt, wir sehen in diesem Markt einfach einen extremen Regulatorik-Druck, der erstmal dazu führt, dass in Deutschland ca. 15.000 Unternehmen in den nächsten 2 Jahren mit in diese Nachhaltigkeitsregulatorik letztendlich reinwachsen. Und wenn wir hier in zwei Jahren wieder stehen würden, würde ich mich freuen, wenn wir einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu geleistet haben, dass zum einen die Regulatorik erfüllt werden konnte, aber zum anderen wir auch identifizieren konnten, welche Vorteile daraus entstehen. Das eine ist die Pflicht, das andere ist die Kür und wir glauben sehr stark daran, dass Nachhaltigkeit auch eine Kür sein kann. Cool, vielen Dank für deine Antworten, Luis. Das ist dein Applaus. Danke euch. Ja, seitdem ich Gregor und Johannes kenne, hat sich meine Camera Roll auf meinem iPhone verändert. Ich habe jedes flackernde Schild, was ich irgendwo gesehen habe, fotografiert. Jedes Mal, wenn Shell durch ein ausfallendes S zu hell wird, pun intended, oder Dr. Oetker auf einmal nur noch Oetker ist. Und was es damit genau auf sich hat und wie sie das Problem lösen wollen, das erzählt uns jetzt Gregor von Lichtwart. Elias, es freut mich, dass wir so eine Wirkung auf dich haben. Schönen guten Abend. Mein Name ist Gregor Gitaganas. Ich bin Co-Founder und Geschäftsführer von Lichtwart. Lichtwart ist die automatisierte Serviceplattform für Lichtanlagen. Und mit Lichtwart helfen wir den Betreibern von Lichtanlagen, Kosten zu senken, die Umwelt zu schonen und Marken zu schützen. Und warum machen wir das eigentlich? Oder viel besser eigentlich, warum machen das unsere Kunden? Uwe hier mit seinem Team ist zuständig für über 250 Tankstellen und hatte vor kurzem einen Energieaudit in seinem Unternehmen. Und da konnte er nachweisen, dann hat er Messprotokolle, dass mit Lichtwart 59% Stromersparnis bei den Lichtanlagen erfolgte. 59% weniger Strom bei gleicher On-Time. 59% weniger Strom heißt 1.000 Euro pro Tankstelle. Pro Jahr, jedes Jahr wieder. 59% weniger Strom bedeutet aber auch deutlich weniger Lichtemissionen. Viel besser für Flora und Fauna, da wo die Tankstellen stehen.
59% weniger Strom heißt auch eine deutliche Verlängerung der Lebensdauer der LEDs. Also weitere Kosten eingespart. Und für uns alle bedeutet das viel weniger Elektronikschrott. Auch ein wichtiges Thema. Okay, ich weiß, 250 Tankstellen, das ist jetzt nicht viel. In Deutschland gibt es über 15.000 Tankstellen. Und in der EU sind es sogar über 138.000 Tankstellen. Tankstellen allein. Da können wir also helfen mit dem Ersparnis von Kosten. Aber das ist nicht alles. Sabine zum Beispiel, für die ist sicheres, zuverlässiges Licht besonders wichtig. Sie und ihre Mitarbeiter kümmern sich um 13.200 Autobahnkilometer. Die Autobahn GmbH bewirtschaftet auch die Parkplatz-WCs. Und die Kunden von ihr, also wir alle, die auch nachts mal auf der Autobahn unterwegs sind und hier vielleicht mal anhalten müssen, also von wollen kann nicht die Rede sein, aber müssen, wir freuen uns auch, wenn wir da sicheres, zuverlässiges Licht haben. Und das macht Lichtwart, denn Lichtwart meldet automatisch die Ausfälle von Lichtanlagen in wenigen Minuten an den örtlich zuständigen Elektriker und der kann dann die Reparatur zeitnah einplanen. In der heutigen Zeit, wir haben das gehört, Arbeitskräftemangel, bedeutet das eine unheimliche Entlastung, nicht nur für das Facility Management auf der einen Seite, sondern es entfallen schlicht ganz viele Stunden und ganz viele Kilometer von Kontrollfahrten um das Thema Licht, wo sich da jetzt keiner mehr kümmern. Das macht Lichtwart, also sicheres, zuverlässiges Licht plus Kosten senken. Um jetzt ein bisschen den Werbeblock abzurunden, wir haben insgesamt branchenübergreifend über 100 Installationen mit über 30 zahlenden Kunden. Hier aus der Region, Schüko kennen wir, die Heimatkrankenkasse, aber auch Unternehmen von weiter weg, Warta AG zum Beispiel, Hockenheimring und viele andere. Doch wie groß ist wirklich dieses Problem? Also Tankstellen, WC-Häuschen. Wenn ihr nachher nach Hause fahrt und einfach mal umguckt, wo brennt überall Licht? Wir reden hier über den großen Retailmarkt, ob das jetzt die Drogeriemärkte sind, ob das die Supermarktketten sind, Baumärkte, Autohäuser, egal wo ihr dann unterwegs seid, seht ihr ganz viel Licht. Und allein in Europa gehen wir von über 24 Millionen Gewerbeimmobilien aus. Und das Licht, was dort eingesetzt wird, verursacht ca. 77 Milliarden an Betriebskosten. Das sind Stromkosten, das ist Facility Management, das sind Ausgaben für Service und Maintenance. Und mit Lichtwart können wir nachweislich 40% davon einsparen. Wir verbinden damit also einen großen Impact mit guter Profitabilität. Und das ist in diesem Bereich besonders wichtig. Wie machen wir das? Wie können wir diese Größenordnung überhaupt skalieren? Zum einen hier diese kleine Box, die ich hier in Händen halte, da haben wir ein Patent drauf. Die kann von jedem Elektriker ganz easy Plug and Play installiert werden innerhalb von 15 bis 20 Minuten. Sowohl bei einer Neuinstallation als auch im Retrofit bei bestehenden Anlagen. Der Clou ist unsere Web-Applikation. Hier kann Uwe zum Beispiel seine Tankstelle innerhalb von wenigen Minuten online einrichten. Ist egal, wo er ist. Er muss nicht da sein, wo die Tankstelle ist. Und das Besondere daran ist, er kann dann per Copy and Paste jede weitere Tankstelle neu konfigurieren, indem er einfach von der ersten Tankstelle die Daten auf die zweite überträgt, mit ein paar Klicks die Anpassung vornimmt. Innerhalb von wenigen Minuten ist die zweite, die fünfte, die zwanzigste, die zweihundertste Tankstelle konfiguriert. Das gleiche gilt für Sabine mit ihren Parkplatz-WC-Häuschen und auch mit allen anderen Kunden. Das bedeutet Skalierung. Und wie sind wir bis hierhin hingekommen? Nun, wir haben 2020 die Idee gehabt, nach einem Jahr natürlich unseren MVP, den haben wir in den Markt gebracht, über Reseller verkauft. Das heißt, wir hatten schon relativ früh dieses Product-Market-Fit erreicht. Und dann ist etwas passiert, was uns sehr auf die Nerven gegangen ist, ehrlich gesagt. Es dauerte alles viel zu lange, über den Reseller das Produkt in den Markt zu bringen. Also haben wir uns dann nochmal Gedanken gemacht, Marco-Fan und ich, wie können wir das beschleunigen? Und hier in diesem Raum, im Januar 2023, bei der ersten Veranstaltung der Founders Foundation. Hier stand Dominik Groß und hat uns zugerufen, Think Big. Und das haben wir gemacht. Wir haben hier gelernt, in dieser Founders Foundation, wie schaffen wir dieses Mindset zu verinnerlichen, um ein skalierendes Geschäftsmodell aufzubauen. Mit welchen Werkzeugen können wir ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen? Und die Menschen, und das ist das Besondere hier in der Founders Foundation, weil es gibt ganz viele Programme da draußen, die Menschen, die uns an die Hand genommen, besonders auch unser Mentor Jackson, die diesen Weg schon vor uns gegangen sind, diesen Erfolg für sich schon feiern konnten, die haben uns wirklich nach vorne gebracht in diesen letzten Monaten.
Das hätten wir auf dem klassischen Wege in Jahren nicht geschafft, wo wir heute stehen. Vielen Dank dafür. Nun das Ergebnis. Wir starten jetzt mit Direct Sales durch. Wir haben alles vorbereitet dafür. Wir haben mit Telekom die erste Vertriebspartnerschaft abgeschlossen. Das heißt, über 600 Leute aus der Salesforce der Telekom vertreiben jetzt Lichtwart mit uns gemeinsam. Hockenheimring ist der erste Kunde. Und wir haben letzte Woche den ersten Industriekunden gewonnen, der international große Brands mit Anlagen beliefert und jetzt auch Lichtwart mit in sein Leistungsangebot aufgenommen hat. Und das alles hat dazu geführt, dass wir jetzt insgesamt über 60 Millionen schon in der Pipeline haben, an der wir jetzt gerade arbeiten. Das ist aber noch nicht alles. Danke. Auch hier in der Founders Foundation haben wir die Kontakte knüpfen können, dass wir auch schon die ersten Zusagen von Investoren haben. Und da freut uns besonders, dass sie an uns glauben, dass wir gemeinsam diesen Weg auch gehen können. Und wer sind wir? Ich selber bin über 30 Jahre in dieser Branche unterwegs, habe auch sehr viel Erfahrung im Bereich Service. Mein Co-Founder Johannes, der hat sogar Licht in den Adern. Sein Urgroßvater hat vor 70 Jahren hier in Bünde, ist gar nicht so weit weg, mit der Reparatur von Glühbirnen den Grundstein für ein Familienunternehmen gelegt, was heute noch in vierter Generation Lichtanlagen baut, montiert und repariert. Und alles das, was ihr hier gerade gesehen habt, haben wir gemeinsam nebenberuflich aufgebaut bis hierhin. Wir zwei Leute. Was wird jetzt möglich werden mit Investoren, die an unseren Erfolg glauben? Was wird möglich werden mit einem Dreamteam von Leuten, die jeden Tag arbeiten werden, begeisterte Kunden zu gewinnen? Wir wissen, was möglich sein wird. Wir wissen, dass wir ein erfolgreiches, profitables Unternehmen aufbauen werden. Wir wissen, dass wir mit begeisterten Kunden, mit jeder Lichtanlage, die wir vernetzen, mit jedem Prozent Strom, was wir einsparen und die Lichtemissionen reduzieren, eins schaffen werden oder einen Beitrag zumindest dazu leisten werden, dass auch in den Städten wieder die Milchstraße sichtbar wird. Reduzieren wir die Lichtemissionen gemeinsam und werden erfolgreich. Dafür lohnt es sich, jeden Tag aufzustehen und das machen Johannes und ich. Dankeschön. Ja, Gregor, vielen, vielen Dank für deinen Pitch. Wir starten mal direkt rein in die Fragen. Du hast ja zwei Kunden direkt mal mitgebracht, ne? Zwei typische Kunden. Ich würde trotzdem noch mal gerne so ein bisschen besser verstehen, an wen richtet sich das jetzt alle? Ne? Du hast von 64 Millionen Gebäuden gesprochen, so viele Tankstellen und so viele Autobahnhäuschen gibt es ja dann auch nicht. Für wen ist Lichtwart jetzt alles relevant und wie kommt ihr auf diese Zahl von 64 Millionen? Wie kommen wir dahin? Also 64 Millionen wäre inklusive USA, aber hier in Europa sind es 24 Millionen, aber das ist auch schon eine große Zahl. Also wir reden hier wirklich von Gewerbeimmobilien. Für uns gilt im Grunde genommen, je mehr Standorte so ein Unternehmen hat, umso besser ist das sozusagen. Also unser Sweet Spot, also Multi-Site-Unternehmen, Filialisten, Retailer, da freuen wir uns natürlich, wenn wir den Kontakt haben. Aber auch eine kleine Bäckereikette mit 20 Standorten zum Beispiel ist auch als Kunde willkommen. Da können zum Beispiel die Reseller dann direkt das Geschäft machen. Also wen wir ansprechen, ist natürlich alles, was im Bereich Facility Management passiert. Wir sprechen Leute aus dem Nachhaltigkeitsmanagement an, wir sprechen auch viele Leute aus der Technik an, aber auch auf C-Level-Ebene sind wir schon gut unterwegs, weil die CEOs und die CFOs, die wissen, dass das Thema nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Kostenersparnis wichtig ist. Jetzt haben wir ja kein einfaches Marktumfeld, haben wir eben hier im Panel auch nochmal gehört. Ihr habt zusätzlich neben der Software auch eine Hardware-Komponente. Warum glaubst du, dass ihr Rückenwind habt? Ja, das sind natürlich mehrere Faktoren. Zum einen ist das so, also Hardware alleine wird die Welt nicht retten, Software alleine, Entschuldigung, wird die Welt nicht retten, da braucht es auch ein bisschen Hardware dazu, das können wir ganz gut. Aber natürlich ist das Thema Kostenersparnis, wir haben es vorhin auch im Panel gehört, also wir können nicht dafür sorgen, mehr Umsatz zu machen, wobei wir können helfen, dass zumindest kein Umsatz verloren geht bei den Brands. Aber was wir machen können, ist, wir können deutlich die Kosten senken. Das bedeutet auch zugleich natürlich das Thema Nachhaltigkeitsreporting, wir können Messwerte liefern fürs Nachhaltigkeitsreporting. Also da gibt es schon vieles und eins der wesentlichen Faktoren ist natürlich auch die Beschäftigungslücke, also gerade im Handwerk. Und da können wir durch Effizienzsteigerung helfen, das, was sozusagen an Arbeit zu viel ist, auf die wenigen Leute besser zu verteilen. Okay, und jetzt hast du uns eben angeteasert, ne? Hast gesagt, wir denken groß. Dann erzähl mal, wie groß denkt ihr denn? Okay, also das ist jetzt der erste Schritt. Wir sprechen gerade von Connect und Control. Wir vernetzen möglichst viele Lichtanlagen als ersten Step. Wenn wir diese Kunden mit diesen ganz vielen Lichtanlagen vernetzt haben, also über die deutschen Grenzen hinweg, wir haben auch schon in Österreich Kunden,
dann werden wir die auf eine Plattform bringen und die mit unserem großen Netzwerk an Serviceunternehmen, das wir schon viele Jahre aufgebaut haben, zusammenbringen. Das heißt, ein Kunde eröffnet eine Filiale in Wien, er muss sich nicht darum kümmern, vor Ort einen Elektriker zu finden. Das läuft über unsere Plattform komplett. Das war der zweite Step. Der dritte Step, da reden wir über Licht as a Service. Also wir bieten den Kunden an, gemeinsam mit Industrie, mit Finanzierungsmöglichkeiten, komplette Dienstleistung Licht. Das hat für ihn den Vorteil natürlich, dass er statt CapEx im OpEx unterwegs ist. Aber was noch viel wichtiger ist, wir können dann das Thema zirkuläre Wirtschaft und CO2-neutrales Licht anbieten. Das ist der dritte Step. Dann freuen wir uns auf den Rollout der drei Steps in den nächsten Jahren. Gregor, das ist dein Applaus. Dankeschön. Ja, und vielleicht stellt ihr an diesem Zeitpunkt fest, dass der Abend einen klaren grünen Faden hat, denn auch beim dritten Team dreht sich alles ums Thema Nachhaltigkeit. Wir waren gerade im Gebäude, jetzt geht es ein bisschen davor, nämlich weiter zum Thema Mobilität und wie Ladeplan die Mobilitätswende vorantreiben will. Das erzählt uns jetzt Till Schlieff von Ladeplan. Ja, vielen Dank für die tolle Überleitung, Elias. Schönen guten Abend zusammen. Ich bin der Till, CEO und Co-Founder von Ladeplan. Und wir sorgen dafür, dass Ladesäulenbetreiber die optimalen Standorte für ihre öffentliche Ladestation finden. Ich möchte wetten, dass heute die eine oder der andere von Ihnen dabei ist, der nicht an den Erfolg der E-Mobilität glaubt. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht sind Sie mit der Reichweite des E-Autos nicht zufrieden. Sie sehen oft kaputte oder unbesetzte besetzte Ladestationen oder haben ganz einfach vor Ihrer Haustür nicht die Möglichkeit zu laden. Das sind alles prägnante Gründe, die dafür sprechen oder gegen den Erfolg der E-Mobilität, aber sie sind nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist eigentlich genau das, was Sie hier sehen. Auf den ersten Blick erscheint das für Sie vielleicht ganz nett, Sie haben die Qual der Wahl, können laden, wo Sie möchten. Auf den zweiten Blick ist aber immer, müssen Sie sich vorstellen, hinter jeder einer solchen Ladestation steckt auch immer ein Ladesäulenbetreiber, auch CPO genannt, dahinter, der mit dem Stromverkauf an diesen Ladestationen das Geld verdient. Und der hat jetzt mal eben eine siebenstellige Investitionssumme in die Hand genommen und verdient gerade nichts mit diesen Ladesäulen, hat also auch keinen Anreiz mehr, weitere Ladepunkte aufzubauen, da sich ja seine bis jetzt schon nicht rentieren. Das entschleunigt die Verkehrswende und führt dazu, dass er keine weiteren aufbaut. Dieser Worst Case liegt jetzt daran, dass er nur den falschen Standort ausgewählt hat. Und was so ein falscher Standort im Endeffekt wirtschaftlich bedeutet, das zeigt das Beispiel hier ganz gut. Wenn ich also einen Standort auswähle, der lediglich 10% geringer ausgelastet ist am Tag, dann führt das pro Ladestation in einem Jahr zu Umsatzverlusten von über 70.000 Euro. Und gerade hatten wir nicht eine Ladestation, sondern 15. Und was das für wirtschaftliche Folgen hat, das können Sie sich wahrscheinlich denken. Wir sehen also, dass der entscheidende Hebel zur Bewältigung der Verkehrswende wahrscheinlich der Standort ist und wie wichtig diese Wahl des Standortes eigentlich ist. Und umso überraschender ist es jetzt eigentlich, dass genau diese Standortwahl bei diesen CPOs oft aus dem Bauch heraus geschieht oder aber sie beauftragen Studenten dafür, manuell auf die Standortsuche zu gehen, wo natürlich immer auch irgendwie Fehler passieren können. Und wenn Sie sich jetzt auch fragen, ob das nicht vielleicht ein bisschen intelligenter geht, dann habe ich hier nämlich gute Neuigkeiten für Sie, weil ich stünde jetzt nicht hier, wenn wir dafür nicht die perfekte Lösung hätten. Unsere Ladeplan-KI ist nämlich in der Lage, genau solche Standorte zu finden, die 300% mehr Umsatzpotenzial versprechen. Das machen wir in einem Fünftel der Zeit und das Ganze kostet 70% weniger. Ja, das Ganze machen wir wie folgt. Wir schauen uns über 130.000 Ladepunkte an, von 800 verschiedener solcher CPOs. Wir wissen also zu jeder dieser Ladepunkte, wie genau die ausgelastet sind. Diese minütliche Auslastung, die tracken wir kontinuierlich. Und im nächsten Schritt gucken wir uns zu all diesen Ladepunkten an, was liegt denn da drumherum. Da geht es einmal um soziodemografische Daten, wie Kaufkraft der Bevölkerung, über Navigationsdaten, wo fahren die Leute wirklich lang, wo verweilen sie und wie lange tun sie das an diesen Standorten. Oder Zulassungszahlen auf Mikropostleitzahlebene, wo haben wir wirklich E-Autos? Das alles sind Faktoren, die unsere KI jetzt bündelt, weiß, welche Standorte sind gut ausgelastet, was sind typische Umgebungsfaktoren und kann jetzt anhand dieser Faktoren präzise Auslastungsvorhersagen für neue Regionen treffen. Das Ganze können unsere Kunden in dem intuitiven Dashboard nachverfolgen und das alles erwerben sie in einer Lizenz, mit der sie kontinuierlich diese Standortveränderungen nachvollziehen können. Da geht es dann um Zubauten von Ladestationen als Beispiel oder anderen Infrastrukturmaßnahmen
Und diese Lizenz können Sie jetzt koppeln mit einem bestimmten Kontingent. Das ist einmal ein Standortkontingent und ein Flächenkontingent. Der typische Use Case für das Standortkontingent sieht so aus, dass unsere CPO-Kunden einen Partnervertrag mit einer Supermarktkette als Beispiel haben und all diese Supermärkte bei uns im Tool einspielen, die Adressen, und kriegen dann priorisiert die Adressen in unserem Tool angezeigt, wo sollten sie denn am ehesten eine Ladestation aufbauen, wo rentiert sie sich am meisten. Der zweite Use Case ist der kommunale Use Case, da haben wir dann Stadtwerke, die sich den kompletten Versorgungsbereich bei sich einzeichnen. Sie haben also einen Überblick über alle Ortsteile und wissen exakt, welcher Ortsteil vielleicht der stärkste ist, der höchste, frequentierte, wo wir eine Ladestation aufbauen sollten. Wir hatten das Thema Rückenwind gerade schon. Ich denke, dass dieser Markt recht viel Rückenwind hat. Wir sehen, dass alleine in Deutschland über 900.000 Ladepunkte noch installiert werden müssen, weltweit sogar über 40 Millionen. Jetzt müssen all diese Ladepunkte natürlich noch geplant werden. Und das Glück haben wir, dass wir aktuell schon sehen, der Bedarf ist nicht nur in Deutschland da, sondern wir konnten auch Kunden in Finnland und Schweden bereits akquirieren, die auch da ihre Standortanalysen machen wollen. Und wir sind also in der Lage, über Deutschland hinaus unser Produkt zu verkaufen. Konzentrieren wir uns jetzt einmal auf den rein deutschen Markt, sehen wir, dass wir bereits branchenführende Unternehmen akquirieren konnten, wie allen voran Audi oder die Pfalzwerke AG, die eine der 5 größten CPOs in Deutschland sind. Ja, diese Kunden, die Sie auch da sehen, die zahlen natürlich ganz gerne für unser Produkt. Und wir sind allein in diesem Jahr bei 200.000 Euro gelandet, konnten das mit der Faunus Foundation ausarbeiten, haben auch unsere Prozesse ein wenig weiter strukturiert. Da hatten wir am Anfang auch noch ein paar Probleme. Aber das läuft ganz gut, sodass wir jetzt als Ziel natürlich für nächstes Jahr haben, die Millionen zu knacken. Und wir bei Ladeplan als Team, wir verfolgen alle die Visionen, die Elektromobilität zu fördern und die Verkehrswende voranzutreiben. Wir, das sind in allererster Linie die Gründer, allen voran Lorenz und Benjamin, die aus dem Bereich Data Science kommen und ja dann die Produktentwicklung bei Ladeplan übernehmen. Meine Aufgabe sind Vertriebsaufgaben, den Kundenkontakt, den ich mit Ladeplan pflege, und ich bin schon immer in der Autobranche groß geworden, daher war der Schritt nicht ganz so weit entfernt in die E-Mobilität. Ich hoffe, dass ich Sie oder die einen oder wenigen von Ihnen, die doch an der E-Mobilität ein bisschen skeptisch gegenüberstanden, davon überzeugen konnte, dass, wenn wir doch die richtigen Standorte finden, dem Erfolg der E-Mobilität eigentlich nichts mehr im Wege steht und so wir die Verkehrswende vorantreiben können. Und verzeihen Sie mir das Wortspiel, aber in diesem Sinne hoffe ich, dass wir gemeinsam eskalieren werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Till, danke auch dir für deinen Pitch, den letzten Pitch des Abends. Jetzt mal so von einem BWLer zum anderen gesprochen. Du hast aber ja 2 Data Scientists im Team. Ihr sammelt eine Menge Daten. Du hast eben gesagt, ganz, ganz viele Datenpunkte, auch sekündliche oder minütliche Auslastung. Da gibt es ja bestimmt noch mehr Ideen, die ihr habt, was ihr mit diesen Daten machen könnt. Also wie denkt ihr über den nächsten Schritt für Ladeplan nach? Was gibt es für weitere Use Cases, die ihr aufgrund der Daten, die ihr sammelt, noch angehen könnt? Ja, zum Glück bin ich der einzige BWLer, sonst hätten wir es vielleicht teilweise ein bisschen schwieriger. Aber ja, wir haben andere Gedanken. Wir arbeiten mit Stadtwerken zusammen. Da merken wir, dass andere Thematiken auch sehr groß im Game sind. Also zum Beispiel die Netzplanung ist ein großes Thema, Netzanbindung. Und wir sind ja ein bisschen von der Bedarfsseite aktuell noch. Und wir können natürlich den Spieß auch umdrehen. Also wo sollten wir vielleicht die Netze ausbauen? Wo wird Ladeinfrastruktur gebraucht? Wo sollte der Netzbetreiber das weitermachen? Und ja, Daten sind unser Gold. Die sammeln wir und das können wir dann auch erweitern in der Form. Du hast eben auch davon gesprochen, dass ihr verschiedene Use Cases habt, sowohl für die Kommunen, für die Stadtwerke, für diejenigen, die Standorte haben. Ich persönlich komme aus einem kleinen Dorf. Ne? Wenn ich über E-Mobilität höre, höre ich häufig das Thema, das wird bei uns nicht ausgebaut. Jetzt gilt es ja nicht nur die profitablen Standorte zu finden, sondern für Kommunen, für Städte ist ja auch das Thema, für die Bevölkerung quasi relevant Standortabdeckung zu schaffen. Könnt ihr da auch bei helfen, beziehungsweise wie hilft ihr Kommunen dabei? Ja, ich habe es ja gerade schon ein bisschen versucht anzudeuten, dass wir die Verkehrswende nur schaffen, wenn wir auch Standorte nehmen, die vielleicht nicht die allerbesten, frequentiertesten sind, sondern wir müssen natürlich auch Leute abholen, die vielleicht vor der Haustür keine Ladestation haben. Das sind manchmal nicht die absoluten Filetstücke, wie wir so sagen, aber deswegen sind wir mit Kommunen gestartet, weil die nämlich auch die Daseinsvorsorge so ein bisschen überdenken. Also die CPOs sind natürlich rein wirtschaftlich betrieben, das sind Geschäftskunden, die müssen Profit erwirtschaften. Kommunen hingegen können halt auch gucken, dass wir an allen Standorten die besten Ladepunkte finden und können das nochmal koppeln, auch gerade bei uns im Tool. Wir haben also die Möglichkeit,
einen Parameter einzugeben, zu sagen, ich möchte eine Mindestentfernung von weiteren Ladestationen. So kann man dann zumindest entscheiden, okay, ich habe zwei Standorte, die sind beide ländlich, dann kann ich aber doch wenigstens den besser ausgelasteten nehmen. Also die Komponente wird ein bisschen berücksichtigt und gerade dafür sind Kommunen oder B2G-Kunden natürlich ganz praktisch. Dann bin ich mal gespannt, wann bald die nächste Ladesäule aufgebaut wird. Bei dir. Ja, genau, ja. Bei mir. Jetzt sehen wir ja häufig bei B2B-Teams, bei vielen unserer Teams, dass einer der größten Wettbewerber eigentlich irgendwie Excel ist. Du hast eben gesagt, Google Maps, manuelle Suchen. Daneben habt ihr aber auch noch Beratungen, die sich in diesen Markt reindrängen, die häufig auch die Kommunen oder die CPOs betreuen. Wie geht ihr mit dem Wettbewerb um? Wie sieht da der Wettbewerb aus? Ja, das Schöne ist, dass Beratungshäuser einen sehr honorenten Tagessatz haben, den wir quasi auf Knopfdruck mit unserem Tool so ein bisschen überspielen können. Und gerade B2G-Kunden, Kommunenkunden brauchen Beratung. Das wissen auch die Beratungshäuser, dass die diese beiden Lösungen knüpfen können. Deswegen haben wir Gott sei Dank auch Kunden. Einmal Efray, ein großes Beratungsunternehmen, und Dresden Sommer, die unsere Lösung schon anbieten. Und da können wir natürlich genau diese beiden Vorteile eines smarten Tools mit einer Beratungskomponente, die wir als Team noch nicht so übernehmen wollen, ist halt noch nicht so skalierbar, die können wir dann damit mischen und können das dann auch als Sprungbrett nehmen, um den Namen Ladeplan zu streuen. Perfekt, dann freuen wir uns auf die gelungene Mobilitätswende mit Ladeplan. Vielen Dank, Till, und das ist dein Applaus. Danke. Ja, und für mich ist jetzt die traurige Nachricht an euch zu überbringen, das waren leider schon unsere drei Pitches, aber der Abend ist ja noch nicht vorbei. Unsere Teams freuen sich gleich, nämlich im Anschluss, beim Glühwein, ein paar weihnachtlichen Snacks und draußen gibt es auch noch ein bisschen Essen, auf den weiteren Austausch mit euch und dort ja, in die Gespräche einzusteigen. Ich möchte euch noch mit einem kleinen Ausblick auf das, was als nächstes kommt, hier in den Abend verlassen. Das ist zum einen eine ähnliche Veranstaltung wie diese hier, nämlich den Pitch Day unserer Startup School. Das sind unsere Teilnehmenden, die unser 10-wöchiges Ideation-Programm durchlaufen haben. Das wird am 15. Dezember stattfinden, hier in Bielefeld. Und da gibt es noch so ein paar letzte Tickets, die ihr euch sichern könnt. Auch dort eine kostenlose Veranstaltung. Und da freuen sich die Teams über eure Unterstützung. Natürlich, mark your calendars. Es ist noch eine Weile entfernt, aber wir können nicht früh genug darauf hinweisen. Am 13. Juni im nächsten Jahr findet die nächste Hinterland of Things-Konferenz statt. Hier im Herzen des deutschen Mittelstands bringen wir Investoren und Investorinnen sowie Familienunternehmen und die Startups zusammen und bauen da eine Plattform, um sich auszutauschen und die nächsten Trends kennenzulernen. Und sollten hier Gründerinnen im Publikum sitzen oder ihr welche kennen, weist sie gerne darauf hin. Wir haben einmal im Quartal unsere Challenger Days. Das ist die Möglichkeit, sich für unser Lab zu qualifizieren. Das ist das Programm, was vor dem Accelerator und nach der Startup School stattfindet. Und dort gibt es die Möglichkeit, ja, über den Challenger Day sich einen Platz zu erkämpfen und dort für ein Quartal mit der Möglichkeit auf Verlängerung sich einen Platz zu sichern. Die nächsten Challenger Days werden dort Mitte Dezember stattfinden. Also auch da nochmal der Aufruf hier in das Publikum. Teilt das gerne mit eurem Netzwerk oder kommt auf uns zu, wenn das für euch relevant ist. Und an dieser Stelle bleibt es für mich nichts anderes zu sagen als Danke. Danke für eure Teilnahme, dass ihr heute dabei wart. Danke an unsere Teams für euer Vertrauen, das ihr uns geschenkt habt für die letzten 5 Monate. Es hat großen Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Und danke an alle, die wir heute hier genannt haben oder vielleicht auch nicht genannt haben, die dazu beigetragen haben. Wir werden jetzt gleich noch so ein kleines traditionelles Abschiedsbild hier auf der Bühne mit den Teams machen. Ich werde euch aber schon mal in den Abend verlassen. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch eine ganz tolle Weihnachtszeit und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Oh. Kommt mit dazu. Sweep me off.